Hallo, schönen guten Abend. Julius Fischer, mein Name. Ich habe mich tatsächlich gewundert, als ich die Anfrage bekam, warum ich hier auftreten soll. Hier habe gedacht, okay, was wollen die von jemandem wie mir? Ich bin Lesebühnenautor. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff Lesebühne vertraut seid. Man geht auf eine Bühne und liest Texte vor. Es sind immer neue Texte, aber immer die gleichen Leute. Also teilweise dieselben Zuschauer, aber auf jeden Fall immer dieselben Auftretenden. Und da habe ich mich gefragt, okay, embrace the future, was kann ich machen? Ich bin dann rausgegangen, habe die Zukunft umarmt, also vor allem Kinder, die dann etwas verwirrt waren. Warum? Aber mehr noch die Eltern waren verwirrt. Dann habe ich Roboter umarmt und bin... Ja, ich bin auf etwas gekommen, auf etwas, was mich beschäftigt in Bezug auf die Zukunft. Ein Text aus meiner Reihe, ich hasse Menschen, und er trägt den Titel Der Witz in 100 Jahren. Es gibt eine Aufsatzsammlung aus dem Jahre 1910, welche sich mit der Frage nach dem Fortschritt von Technik, Menschheit und Gesellschaft beschäftigt. Sie heißt Die Welt in 100 Jahren und versammelt Essays internationaler Autoren verschiedenster Wissensbereiche. 100 Jahre später veröffentlichte der amerikanische Physiker Michio Kaku analog dazu eine populärwissenschaftliche Abhandlung mit dem Titel Die Physik der Zukunft. Beiden Werken immanent ist ein großer Optimismus, Vertrauen in den technologischen Fortschritt und vor allem die Zuversicht, dass keine Kriege mehr kommen, weil der Mensch den Nationalstaat und die Expansion überwunden hat. Was in den Jahren nach 1910 passierte, ist bekannt. Ich mache uns demnach allen nicht so viel Hoffnung. Wenn aber, wieder erwarten, doch alles gut läuft, dann habe ich hier einen Verbesserungsvorschlag, eine Vision für die Zukunft. Was nämlich in beiden Werken komplett fehlt, ist der Witz. Ein mir wichtiges Thema, da ich mit Witzen mein Geld verdiene. Und wenn ich davon ausgehen kann, so wie Kaku beschreibt, dass die Nanotechnologie in naher Zukunft dafür sorgen wird, dass wir unsterblich werden, weil man Krebs bekämpfen und mit 3D-Druckern defekte Organe einfach passgenau nachbilden kann, muss ich zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, auch in 100 Jahren noch witzig sein zu müssen. Und was dann? Ich habe schon jetzt häufiger das Problem, dass Leute meine Witze nicht verstehen. Das liegt in erster Linie natürlich daran, dass die meisten Leute dumm sind. Erst in zweiter Linie daran, dass Komik etwas sehr Subjektives ist. Wie oft versucht man beispielsweise eine urkomische Situation, der man beigewohnt hat, für einen Unbeteiligten nachzuerzählen? Das war so unfassbar witzig. Auf dem Flohmarkt hat so ein Typ Bilderrahmen verkauft und ich wollte ihn runterhandeln. Dann hat er gesagt, nee, muss ja immer alles im Rahmen bleiben. Das war so witzig. Okay, hier kommt das offensichtlich an. In meinem Freundeskreis hat keiner LOL gesagt. Das liegt daran, dass vor allem dort das Wissen und Einfühlungsvermögen der Leute in Bezug auf Situationen einfach zu gering ist oder daran, dass sie es einfach nicht witzig finden. Am Witz erkennt man den Mainstream. Witz ist Pop. Wenn nicht alle über einen Witz lachen, ist es schwarzer Humor. Wenn nur zwei lachen, ist es ein Mathematikerwitz. Kleine Hyperbel an dieser Stelle. Apropos Nischenhumor, nahezu frenetischen Applaus erntete ich im Lateinseminar mit der Erfindung des lateinischen Verbes hallare. Das bedeutet locker, modern, grüßen. Ein Wort der A-Konjugation sowie amare. Erste Person Singular von amare ist amo, ich liebe. Analog dazu ist die erste Person Singular von hallare, hallo. Ich grüße locker, modern. Na, unter den Kommilitonen war das der Knaller auf der Bühne. Meh. Ich muss mich also fragen, was einen Witz ausmacht, was alles Witz sein kann, um daraus abzuleiten, wie man in den kommenden Generationen damit punkten kann. Der französische Komikforscher Juste Kidding, seines Zeichens... seines Zeichens Freudianer, wobei, glaube ich, nicht sonderlich darauf hingewiesen werden muss, dass niemand prädestinierter war, über den Zusammenhang von Witz und Unterbewusstsein zu schreiben als Freud. Juste Kidding hat ein Werk vorgelegt, an dem wir uns in der Folge orientieren wollen. Es heißt Just Joking. In erster Linie, so Kidding, ist ein Witz kurz. Treffen sich zwei Jäger, zum Beispiel. Er ist verdichtete Sprache, Poesie nahezu und Ursprung unzähliger Vernetzungsprozesse im Kopf des Zuhörers. Der Witz beim Witz besteht in der Regel im Weglassen. Nur wenn der Witz kurz ist, kann das Unterbewusstsein anfangen zu arbeiten. Die niederste, aber erfolgreichste Stufe der Pointe ist das Hervorrufen von Schadenfreude. Das funktioniert schon bei kleinen Kindern und erklärt Formate wie Ups, die Pannenshow und den Erfolg von Fail-Compilations. Das Beleuchten von Lächerlichkeit war seit jeher der Kracher.
Die Überzeichnung, Übertreibung der Eigenschaften von Menschen und Dingen, das Groteske und Skurrile sind Variationen davon. Die Hyperbel ist ein beliebtes, wenn nicht sogar das allergeilste und krasseste Stilmittel. Das zweite erfolgreichste Konzept ist die Wiederholung von Klischees, funktioniert schon bei Babys. Die freuen sich, wenn sie Mama und Papa sehen. Das Lachen der Babys unterscheidet sich kaum vom Lachen der Kenta-Kenta-Fans. Es ist ein Lachen der Erleichterung darüber, dass ihnen jemand dabei hilft, sich zu erinnern. Klischeewitze sind in diesem Sinne keine Witze, weil sie nicht kunstvoll sind. Sie lassen nichts weg, sie stellen nur Allgemeingültiges aus. Am schlimmsten sind sie dann, wenn die Pointe dutzendfach wiederholt wird, bis auch der Letzte lacht. Die Wiederholung der Wiederholung, also die Wiederholung der Wiederholung. Kennt ihr? Die Wiederholung, egal. Künstlerisch uninteressant, populär erfolgreich. Andere, weit schwieriger zu verarbeitende Arten des Witzes sind das Spiel mit Sinn und Unsinn, die Ironie als Königsdisziplin des Weglassens, der Running Gag, die Wiederholung der Wiederholung, die Verknüpfung von Themen, die vordergründig nichts miteinander zu tun haben, das Aushebeln von Logik und saure Gurken, die Verblüffung und im besten Falle die Erleuchtung. Allerdings ist mittlerweile fast alles denkbar und fast alles nachlesbar. Insofern sind Verblüffung und Erleuchtung immer schwieriger zu bewerkstelligen. Wohingegen die Situationskomik in der Zukunft stärker in den Fokus rückt, sagt Just Kidding. Es sind immer mehr Menschen an komischen Situationen beteiligt, durch das Internet. Mit Situationen kann dabei alles gemeint sein, vom politischen Skandal bis zu einem Amateurvideo, wo ein Mensch etwas Dummes oder eine Katze etwas Niedliches macht. Kann man gut Witze drüber machen? Kennt ja jeder. Diese Witze haben eine sehr kurze Halbwertszeit, weil sofort die nächste Situation ansteht. Wie lange früher Witze teilweise gehalten haben. 1000 Jahre wurde über den Menschen in der Steinzeit gelacht, der versucht hat, einen Quader zu rollen. Und alle so, lol, das Rad, Mann. Und die Chancen, wenn es in der Zukunft möglich ist, Informationen immer schneller zu beziehen, wird das Feld für Nischenwitze einfacher. Natürlich nur, wenn die Bereitschaft da ist, einen Witz verstehen zu wollen. Dann geht der Witzehörer mit dem hinter seinem Ohr implantierten Chip ins Internet, welches dann Interhead heißen wird, und googelt die fehlenden Informationen, was ist eine Hyperbel zum Beispiel, sucht also im kollektiven Unterbewusstsein. Dies birgt natürlich die Gefahr des Originalitätsverlustes. Ey, den Witz hat der und der aber schon dann und dann gemacht, obwohl die Mühe macht sich wahrscheinlich keiner. Aber immerhin wären die Zuhörer Menschen mit der Erinnerungsleistung von Maschinen. Der Klischeewitz würde aussterben, weil alle sich immer an alles erinnern könnten. Wenn dann auch noch Wohlstand herrscht, wird es sehr langweilig. Oder aber die Menschheit wird verknechtet von intelligenten Maschinen. Und ich als einziger Überlebender muss dann den Kasper spielen. Dann wird für mich die Frage relevant, worüber lachen Maschinen? Wenn ich in 100 Jahren vor einem Stadion voller Maschinen stehe, was erzähle ich dann? Treffen sich zwei Drohnen. Nein, würden die Maschinen rufen, das passiert nicht, du Wurm. Ironie kannst du auch vergessen, da sagen die Maschinen Eingabe nicht verstanden. Jeglichen Unsinn wird die Maschine als Fehler einstufen. Was dann? Ist es die Schadenfreude? Witze über defekte Kfz? Ein Großrechner, der sich verrechnet? Ein Mensch mit nur einem Bein? Das ist wahrscheinlich die Lösung. Intelligente Maschinen werden die Ineffizienz menschlichen Lebens schnell erkannt haben. Und damit ist menschliches Leben lächerlich. Am witzigsten wäre es wahrscheinlich, wenn ich auf der Bühne einen Menschen köpfen würde. Oder mich selbst. Und alle Maschinen so, lol. Und was ist lol anderes als eine 1, eine 0 und eine 1? Und was ist 101 in Binärcode? Genau, 5. Dazu fällt mir noch ein guter Witz ein. Treffen sich zwei Fünfen in einer Klammer, sagt die eine, voll der Insider. Sagt die andere, in Summe sind wir auch bloß Zeichen. Sagt die dritte, wo komme ich plötzlich her? Sagt die erste, Scheißparabel. Sagt die zweite, musst jetzt auch nicht immer gleich übertreiben. Danke.